Richard, warum müssen wir uns den Mist hier eigentlich dauernd anhören? Weil ich der Chef bin, deshalb. Oh Mann, du redest wieder mal nur Schwachsinn heute. Und außerdem bist du sowieso nicht mein Boss. Hey, was ist denn das? Das wird unsere neue Kühlerfigur. Voll erwischt. Hast du den Köter von so einem armen Kerl erlegt, Sarge? Das ist ein Zerg, Lindester. Eine Art kleiner Zerg. Die würden sich nie so weit raustrauen, außer... Oh, Scheiße. Ich liebe dich, Sarge. Die Zerg machen mobil in Sport, Spaß und Spiel. Und damit sind wir bei der nächsten Mission angekommen. Bündnis der Verzweiflung. Schauen wir mal, wie es um unseren Planeten steht. Empfange Übertragung. Kommunikationsverbindung aufgebaut. Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Magistrat. Und ehrlich gesagt, ist es mir völlig egal, was Sie zum Thema Regeln und Gesetze der Konföderation zu sagen haben. Ihr verdammten Hinterwäldler, seid doch alle gleich. Ihr wisst nicht, wo eure Loyalität liegt. Also dann mal einen schönen Tag, wie man bei euch sagt. Ende der Übertragung. Der von Ihnen angeforderte Bericht ist fertig. 16 Außenstationen berichten über Sichtung der außerirdischen Invasoren. Diese wurden inzwischen als Zerg identifiziert. Die Konföderation hat alle aktiven Milizen unter Arrest gestellt und geht weiterhin jeder Konfrontation mit dem Zerg aus dem Weg. 3 Stationen sind bereits in die Hände der Zerg gefallen. Es war nicht möglich, irgendwo militärische Hilfe aufzutreiben, mit einer Ausnahme. Die Extremistenorganisation, die sich Sons of Korhal nennt. Ihr Verbindungsoffizier wartet auf der anderen Leitung. Dann mal nur herein mit ihm. Guten Tag, Magistrat. Mein Name ist Arcturus Gmensk und ich vertrete die Sons of Korhal. Sie kennen natürlich die Propaganda, die die Konföderation über meine Gruppe verbreitet. Aber sie stehen in dem Ruf, hinter die Kulissen sehen zu können. In der Vergangenheit haben wir niemals sehr lange an einer Stelle operiert, aber diese Zerg machen nicht den Eindruck, als ob sie lange fackeln würden. Ich habe Ihnen ein Angebot zu unterbreiten, Magistrat. Wie wäre es, wenn ich Ihnen unter die Arme greifen und ein paar Transporter runterschicken würde, die bei der Evakuierung von Überlebenden helfen? Sie wissen natürlich, dass meine Organisation außerhalb der Gesetze der Konföderation operiert. Das ist auch der Grund, warum die Regierung Lügen und falsche Informationen über uns verbreitet. Wenn Sie unsere Hilfe annehmen, gelten auch Sie als Verbrecher. Aber Sie haben die Chance, diese Leute zu retten. Jetzt heißt es Farbe bekennen, Magistrat. Ende der Übertragung. Roter Alarm. Evakuierungszone wird von den Zerg-Streitkräften angegriffen. Notsignal aktiviert um 12:20. Okay, dann greifen uns wohl jetzt die Zerg an. Und wir müssen 30 Minuten lang überleben. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir das schaffen. Und dann könnte eventuell Hilfe kommen. Hey, das Ding da brennt! Schickt man WBF raus zur Reparatur. Und wenn er dann schon da ist, kann er meine Maschine auch gleich mit reparieren. Okay, wir können jetzt... Gebäude reparieren mit Hilfe unserer WWFs. Die löschen dann gleich mal das Feuer. Wir schicken unsere Marines ab in den Bunker. Okay. Und wenn wir es schaffen, rechtzeitig oder lang genug durchzuhalten, werden die Söhne von Korhal kommen und uns helfen. Oh, hier haben wir noch jede Menge. WWFs und Marines. Nun, die Söhne von Korhal haben ihren Namen vom Planeten Korhal. Dort landete seinerzeit das dritte des Erdenschiffe. Und entsprechend entwickelte sich auch dort die dritte Fraktion. Oh, jetzt schon ein paar Zerglinge zerrissen. In der Tat, jetzt geht's rund. Wir brauchen jede Menge WWFs. Nun, als die Konföderation ihren Einfluss in der Welt oder im Weltraum verbreiterte, fanden das die Korhaler nicht gut und haben sich dagegen gewehrt. Unter der Führung von niemand geringerem als dem Vater des Arcturus Mengs, der sich uns vorgestellt hat in der kleinen Intro-Szene.
Allerdings schickte die Konföderation ein Kommando, welches die gesamte Familie von Arcturus Mengs tötete. Daraufhin schwor sich Arcturus, den Widerstand fortzuführen. Als die Konföderation das mitbekam, dass ihr Attentat nichts gebracht hat, griffen sie zu einer sehr viel drastischeren Methode und bombardierten Korhal mit über 100 Nuklearsprengköpfen, löschten damit fast sämtliches Leben auf dem Planeten aus. Die Überlebenden, darunter auch Arcturus Mengs, haben sich nun geschworen, die Konföderation zu Fall zu bringen. Und hier kommen noch jede Menge neue Zerklinge. Aber noch haben sie keine Chance. Ich denke mal, was können wir jetzt Neues aufbauen, wenn ich mal ein WWF gegriffen bekomme? Maschinendock. Ah, das klingt gut. Wir brauchen wahrscheinlich auch einen Raketenschütz. Einfach mal bauen wir ihn hier in die WWF-Linie hinein. Und wir brauchen eine Raffinerie. Kommt schon, 100. Sehr schön. Was macht denn der da? Komm, hier ist die Rampe. Wir sehen, Versorgungsdepots brauchen wir ein neues. Komm, hopp, gib ab. Okay, der Raketenturm ist fertig. Wir haben hier zwei in Gas, sollten reichen. Ich gebe noch ein Stückchen fort. Vorwärts. Jetzt können wir noch bauen. Bunker, Akademie. Können wir oben Raketengeschütze bauen? Ich habe es, glaube ich, gerade eben schon probiert und da sah es ein bisschen negativ aus mit den Raketengeschützen. Einfach mehr Marines, das wird schon reichen. Befehle, Captain? Sofort, Sir! Also diese WS haben wirklich Probleme, hier die Rampen raufzukommen. Oh, noch mehr Zerg. Dieser Boden funktioniert so, dass Einheiten zwar hinaufsehen können, aber nur eine 50%ige Trefferchance haben oder 75%ige auf die Einheiten, die oben stehen. Von daher ein gewisser Positionsvorteil. Hier oben Bunker bauen? Na, wir können hier oben gar nichts bauen. Schade. Wir haben hier auch zwei Raketentürme. Okay. Machen wir noch eine Kaserne. Ich glaube, vier Marines passen in einen Bunker. Oh, wir haben sogar schon einen Maschinendock. Und das Besondere über terranische Gebäude ist, sie können nämlich auch abheben. Dann können sie zurückpositioniert werden. Und ich denke mal, wir können auch das Kommando und die Kommandozentrale noch ein Stückchen näher an unsere Mineralien bauen. Ja, ja. Nicht perfekt positioniert. Stimmt, Absicht. Haben unsere WS von alleine? Nein. Sie müssen ihnen noch einmal sagen, wo sie hin sollen. So. Wir haben genug Gas, dann können wir Stimpacks upgraden. Stimmt. Nicht genügend Mineralien. Oh, Mutalists. Das sind fliegende Zerg-Einheiten. Und die halten da nicht lange gegen. Phew. Okay, kein Ding. Wir schicken einfach mehr Marines da hoch. Ja, wie wir arbeiten. Ich glaube nicht, dass ich das nicht merke. Sammeln wir sie hier, bevor sie wieder ins Nirgendwo abwandern. Ein weiteres Versorgungsdepot. Und mehr WBS. Sieht aber schon recht gut aus. Nicht genügend Mineralien. Kommander? Was soll's sein? Forschung abgeschlossen. Ja, Forschung abgeschlossen. Los. Schicken wir mal Leute in ein paar mehr. Und brauchen noch ein wenig Mineralien. Dann können wir ja auch unsere Reichweite für die Gewehre erhöhen. Alles fertig. Sollte uns beim Verteidigen helfen, vor allem aus dem Bunker. Nicht genügend Mineralien.
Und ich glaube auch, zumindest ist es so im zweiten Teil, dass Einheiten, die in einem Bunker platziert sind, noch um eine erhöhte Reichweite haben. StarCraft nimmt, wenn es um Schaden geht, immer ziemlich einfacher Wert, zum Beispiel Schaden ist einfach 6. Und jedes bisschen Rüstung, unsere Marines haben 0, vielleicht haben die Adler, welche nehmen auch 0. Aber eine Rüstung verringert den erlittenen Schaden um 1. Das heißt, wenn die Marines auf verschiedenes eine Rüstung hat, machen sie 5 anstatt von 6 Schaden. Sehr einfach. Und auch die Reichweite ist etwa gleich gehalten. In solchen einfachen Werten. Anders als Warcraft 3, wo es ja sehr viel mit Prozenten gearbeitet wird.